In diesem Video gehen wir der Frage nach, ob es sinnvoller ist, sich einen PC selbst zu bauen oder bei Dubaro oder Hardwarerad einen fertigen PC zu kaufen. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir mal sowohl bei Dubaro als auch bei Hardwarerad zwei PCs, die im ähnlichen Preisbereich liegen, rausgesucht. Bei Hardwarerad bin ich bei 1309,99 €, bei Dubaro bin ich bei 1399 €. Um die Frage beantworten zu können, lohnt es sich jetzt eher selber zusammenzubauen oder einen zu kaufen, habe ich als erstes mal eine Geizhals-Wunschliste zusammengestellt. Geizhals ist ein Preisvergleichsportal und bietet so eine praktische Wunschlistenfunktion, mit der ich mir den günstigsten Anbieter ausrechnen lassen kann. Hier ist auch anzumerken, dass sowohl Dubaro als auch Hardwarerad sehr transparent sind mit den Teilen, die verbaut werden. Also zum Beispiel ist auch immer angegeben, welches Gehäuse und welcher CPU-Kühler verwendet wird. So war es jetzt für mich auch recht einfach, das Ganze als Geizhals-Wunschliste einmal nachzubauen. Schauen wir uns als erstes mal das Ergebnis bei Dubaro an. Ich gehe jetzt mal hier ganz runter und lasse mir hier den günstigsten Anbieter ermitteln. Die Lieferzeit schränke ich mal ein bisschen ein. Hier muss man immer aufpassen, dass man hier Deutschland anklickt und wir lassen uns das mal von 3 verschiedenen Anbietern anzeigen. Gut, hier spare ich nur 6 €. Wenn ich einen dritten Anbieter dazu nehme, bleiben wir mal bei den 2 Anbietern. Da bin ich bei 1291 € und jetzt kommen da noch die Versandkosten dazu. Runden wir mal auf 1300 €. Auch bei Dubaro kommen natürlich noch Versandkosten drauf, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit einem groben Unterschied von 100 €. Das sind sowieso Tagespreise bei Geizhals und dann hat man noch mit der Lieferbarkeit vielleicht noch Probleme. Ja, das sind also wirklich nur so Daumenwerte, die ihr hier sehen könnt. Also 100 €, sagen wir mal, ist der Unterschied zwischen ich baue mir diesen PC selber zusammen oder ich bestelle ihn mir bei Dubaro fertig, wie er ist. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal bei Hardwarerad. Hier gehe ich auf meine Hardwarerad-Wunschliste, die ich mir schon mal zusammengestellt habe. Hier habe ich die gleichen Komponenten genommen, die da waren, bis auf eine Ausnahme, aber die soll nicht zum Nachteil werden. Und zwar diesen komischen Prozessorkühler, den die hier verwendet haben, der ist kaum zu bekommen irgendwie. Deshalb habe ich mir hier einfach mal einen anderen genommen, der sogar ein bisschen teurer ist, sodass jetzt dieser Vergleich nicht unfair wird für Hardwarerad, wenn ich hier eine teurere Komponente noch einbaue. So, auch hier gehe ich natürlich auf günstigsten Anbieter für alle ermitteln und hier auch wieder darauf achten, dass hier Deutschland steht. Und dann hat er jetzt gar nichts gefunden. Dann müssen wir mal hier auf 3 Anbieter gehen. Ja, das hat sich jetzt gerade geändert. Gerade gab es das Ganze noch. Naja, ist egal. Wir haben ihn jetzt bei 4 bzw. 5 Anbietern gefunden für 1220 €. Die Preisdifferenz ist jetzt also ungefähr ähnlich. Bis ich jetzt noch die Versandkosten von den vielen Anbietern draufrechne, bin ich bei einem ähnlichen Preisbereich. Jetzt habe ich doch nochmal geschafft, irgendwie einen mit 3 Anbietern zu bekommen. Hier mit ein bisschen rumspielen mit den Werten hier. Der Preisbereich ist ähnlich bis immer gleich. Man kann immer so Pi mal Daumen sagen, dass man 100 € Differenz hat, 100 € spart. Egal, ob man jetzt bei Dubaro oder Hardwarerad den PC nimmt. Das beantwortet natürlich jetzt nicht die ganze Frage, soll ich mir einen PC selber zusammenstellen oder soll ich bei einem der beiden Anbieter kaufen. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, was ich so als Vor- und Nachteil sehen würde. Die sind natürlich rein subjektiv. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir nochmal andere Impulse in den Kommentaren gebt. Beim Preis würde ich sagen, da gewinnt immer das Selbstbauen. Hat man jetzt hier gesehen, also wenn ich einen PC selber baue, bin ich in der Regel günstiger. Ich stecke ja auch eigene Arbeit rein. Ich finde, die Kühlung ist ein Problem. Die wird zu selten betrachtet bei so einer Frage. Und da ist natürlich jetzt hier der Hardwarerad-PC ein gutes Beispiel für. Zum Beispiel wird hier ein recht günstiger CPU-Kühler verbaut. Ja, ein fast No-Name. Gut, Silentium-PC ist wohl eine Marke. Die hat mir jetzt aber nichts gesagt. Den Kühler kriegt man auch kaum. Aber wenn ich mir den mal anschaue, können wir mal schnell hier auf Geizhals eingeben. Gibt es nur bei 2 Anbietern, einer aus Polen und den zweiten zeigt er mir gleich gar nicht. Egal, wir gehen mal hier durch die Bilder und hier sehe ich, dass der nur 2 Heatpipes hat. Da ist selbst der Boxed-Kühler, glaube ich, sogar besser von dem AMD Ryzen. Also das würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich so einen CPU-Kühler wirklich haben möchte. Der hat auch 2000 Umdrehungen. Damit wird er wahrscheinlich relativ laut werden, ohne dass ich den jetzt selbst getestet habe. Ich habe einen Brocken 3 von Alpenföhn. Der hat eine Maximaldrehzahl von 1000 RPM. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber wenn man schon 1300 € für sein PC ausgibt, will ich den nicht wie einen Staubsauger neben mir stehen haben. Das gleiche ist hier so ein bisschen das Thema beim Gehäuse. Hier ist ein Silentium PC, also auch von der gleichen Marke.
AR7TG verbaut. Das hatte ich tatsächlich berücksichtigt bei meiner Konfiguration. Das muss jetzt nicht alles zwingend schlecht sein. Wie gesagt, ich habe es nicht getestet, aber mit bei den Lüftertrittzahlen, bei der CPU-Kühlung mit 2000 RPM und dann gleichzeitig noch so wenigen Heatpipes, würde ich mal da ein großes Fragezeichen dran machen. Wenn ich jetzt mal hingegen zu Dubaro und zu dem auch teureren PC zurückspringe, der ist ja 100 Euro teurer, da ist dann immerhin schon mal beim CPU-Kühler ein Be Quiet PureRock 2 Silver verbaut. Beim Gehäuse wird ebenfalls auf Be Quiet gesetzt. Da hat man schon mal eine bessere Chance, dass das Ding nicht so laut ist. Trotzdem würde ich sagen, beim Selbstbauen hat man da einfach viel mehr Einfluss drauf, da ja zum Beispiel auch das Netzteil eine Rolle spielt, das Gehäuse eine Rolle spielt, die Gehäuselüfter eine Rolle spielen und die CPU-Kühlung plus Grafikkarte. All das kann man dann berücksichtigen, wenn man einen leisen PC haben möchte. Und das wird halt schwierig mit einem fertig zusammengebauten PC. Beim Aufwand natürlich bekommt Dubaro oder Hardware-Rat den Punkt von mir. Das ist ganz klar, mehr Aufwand hat man beim selber bauen. Was ich aber auch nicht zu vernachlässigen finde, ist der Lerneffekt. Muss man einen PC selber zusammenbauen, muss man sich viel eingehender mit diesen ganzen Hardware-Themen beschäftigen und kann dann am Ende vielleicht sogar noch einen Benefit daraus ziehen, indem man am Ende so ein bisschen Tuning betreiben kann und seine Bauteile maximal gut ausnutzen kann. Also der Lerneffekt geht zum Selbstbauen. Auch die Individualität ist natürlich eine große Frage. Jetzt, wo so viel mit RGB beleuchtet wird, legen, glaube ich, viele da auch großen Wert auf ja, einen individuellen PC. Und auch den kriegt man natürlich nur beim Selbstzusammenbau. Ein Pluspunkt gibt es von mir noch für Hardware-Rat und Dubaro, was die Garantie angeht. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ihr ja auf das Gesamtsystem eine Garantie habt oder eine Gewährleistung, um es richtig auszudrücken. Und wenn ihr ein Problem habt mit dem PC, dann schickt ihr den in dem Karton, in dem er gekommen ist, einfach zurück an Dubaro oder Hardware-Rat und die müssen dann schauen, wie sie damit klarkommen. Wenn ihr euren PC selber zusammengebaut habt, da wird es kompliziert. Stellt euch mal vor, euer Mainboard hat ein Problem. Ich hatte tatsächlich den Fall neulich. Dann müsst ihr gucken, dass ihr noch so eine ESD-Folie habt, also so eine antistatische Folie. Da muss das Mainboard rein, sonst wird das gar nicht akzeptiert als Garantiefall. Und ihr müsst alles nochmal komplett auseinanderbauen und wenn es dann ja repariert zurückkommt, dann müsst ihr alles wieder neu zusammenbauen. Deshalb gibt es da ganz klar den Punkt für den fertigen PC. Am Ende kann ich euch keine klare Antwort geben. Überteuert sind weder Dubaro noch Hardware-Rat. Wenn ihr aber die Arbeit natürlich scheut, dann spricht auch absolut nichts dagegen, einen fertig zusammengebauten PC zu bestellen bei Dubaro oder Hardware-Rat. Den Aufpreis dafür finde ich völlig gerechtfertigt. 100 Euro, da sind Lohnkosten drin, es muss ja jemand den PC zusammenbauen. Vorher hat sich da auch jemand hingesetzt und sich Gedanken gemacht, wie die Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Und natürlich haben die eine ganz andere Kalkulation, wenn es dann um die Garantie geht. Bevor ihr mir vorwerft, dass ich was unterschlagen hätte, Windows 10 Pro 64-Bit ist zum Beispiel bei dem Hardware-Rad-PC dabei. Das habe ich jetzt mal nicht mit reinkalkuliert, schlicht und ergreifend, weil ich so ein Key halt eben auch für 5 Euro bei eBay oder Amazon kaufen kann. Da sehe ich keinen echten Mehrwert, wenn ich schon für die Lizenz hier mitbezahlen muss. Wie würdet ihr euch entscheiden? Sie lieber selber zusammenbauen? Oder würdet ihr euch einen fertigen kaufen? Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren und der Kommentar mit den besten Argumenten, der wird natürlich wieder gepinnt. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo.